Hallo, heute möchte ich in Form einer Review über eine bestimmte Waffe reden. Habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, aber es wird mal wieder Zeit, sich eine vorzunehmen. Demnach gucken wir uns heute Schmähung oder auf Englisch Invective an. Das ist diese exotische Schrotflinte hier. Bereits in meinem Video zum Defender Titan Setup mit den Kein Plan B plus Schrotflinte habe ich ein wenig darüber gesprochen. Wenn euch das also ebenfalls interessiert, ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dann habt ihr gleich eine Klasse dazu. Da wir das jetzt aus dem Weg haben, sprechen wir über die Waffe. Schmähung ist, wie schon gesagt, eine exotische Schrotflinte, richtet Solarschaden an und es gab sie auch schon in Jahr 1. Da gab es sie nur für einen exotischen Beutezug für Ikora Ray, das war eine merkwürdige Aufgabe. Der ist ja jetzt abgeschafft und die Jahr-2-Variante könnt ihr bei eigentlich allem bekommen, wo es so exotische Waffen gibt. Also exotische Engramme oder irgendwelche direkten Drops oder auch von Xur, wenn ihr sie denn verkaufen sollte. Schmähungs exotisches Extra ist wunderbar, denn es erlaubt euch alle 30 Sekunden, vorausgesetzt, dass ihr zwischenzeitlich nicht sterbt, das resettet den Timer, 4 Schuss Munition für die Spezialwaffe, in diesem Fall halt Invective, zu regenerieren. Ist das nicht wunderbar? Das heißt, ihr müsst in PvP keine hässlichen grünen Kisten mehr einsammeln, außer ihr sterbt halt die ganze Zeit und euer Regen-Timer wird dadurch resettet. Besonders schön ist das für Spieler, die Schrotflinten wie ihre Primärwaffen behandeln, denn die müssen sich dann eigentlich wirklich keine Gedanken mehr um Schrotflintmunition machen. An dem Punkt hat man ja genug Erfahrung mit einer Schrotflinte, um nicht wegzusterben. Aber auch im PvE ist dies extra tatsächlich in vielerlei Hinsicht nützlich. Mal davon abgesehen, dass es euch ermöglicht, immer eure Schrotflinte für unerwartete Nahkampfsituationen in PvE bereit zu haben, könnt ihr dieses extra auch zum Regenerieren von Munition für andere Spezialwaffen nutzen. Indem ihr Schmähung ausrüstet, ein wenig regenerieren lasst, bis die Munition voll ist, setzt natürlich etwas Zeit voraus, und dann zurückwechselt zu welcher Waffe auch immer, die ihr benutzen wollt. Dann habt ihr ein wenig Munition dafür, ohne eine Synthese zu benutzen. Insofern ein guter Deal. Auch die anderen Extras dieser Waffe sind ziemlich gut abgestimmt. Beispielsweise hat sie schon integriert, ohne dass ihr es anlocken müsst, das Vollautomatik-Extra, das diese Waffe natürlich dann vollautomatisch feuern lässt und die Feuerrate erhöht. Leider aber auch die Streuung. Dem lässt sich über ein Extra namens Send It entgegenwirken. Das erhöht die Reichweite und Präzision. Präzision bei einer Schrotflinte ist die Streuung. In diesem Fall wird also die Streuung durch eine Erhöhung der Präzision wieder gesenkt. Gute Sache. Weniger Streuung heißt, dass mehr Projektile in einem engeren Bereich ankommen und dass ihr eher eine Chance auf einen One-Hit- oder Zwei-Hit-Kill habt, auch auf Reichweite. Mit dem Extra habt ihr darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil, nämlich dass die Reichweite von Schmähung, vorausgesetzt das richtige Lauf-Upgrade, das Maximum für Schrotflinten in Taken King erreicht. Ihr könnt also vom Prinzip her genauso weit schießen wie die Leute mit ihren Verschwörungstheorie-Schrotflinten, die ja auf One-Hit-Kill ausgelegt sind. Sollten die dann einen Hitmarker kriegen, seid ihr mit dem zweiten und dritten Schuss viel schneller hinterher, als die einen zweiten Schuss abgeben können. Erneut ein guter Deal mit dieser Waffe. Alternativ dazu könnt ihr natürlich auch die Stabilität nochmal erhöhen. Dann habt ihr eigentlich nicht mehr das Maximum an Reichweite, aber es hilft euch immerhin dabei, den maximalen Damage per Second präzise auf ein Ziel zu bringen, im Sinne von präzise, weil es hoffentlich vor euch steht, denn sonst trefft ihr mit weniger Reichweite sowieso nicht mehr so viel. Zugegeben kann das in manchen Situationen hilfreich sein, aber ich finde es nicht sonderlich schwer, den Rückstoß von Schmähung auch so zu kontrollieren. Vielleicht mit ein bisschen Übung sollte das eigentlich keinem mehr schwerfallen. Als dritte Alternative könnt ihr die Ausrüstungsgeschwindigkeit verschnellern, das heißt, wenn ihr die Waffe zieht, beispielsweise beim Wechseln von eurer Primärwaffe zur Schrotflinte, dann geht das schneller als mit anderen. Das Extra ist wiederum gut für Leute, die eine Schrotflinte eher als Backup-Waffe benutzen wollen, um sie rauszuziehen in den Situationen, wenn sie sie brauchen. Vielleicht die defensivere Variante eines Schrotflinten-Extras und nicht die offensivere für Leute, die die ganze Zeit mit einer Schrotflinte rumlaufen. Gerade für diese Leute ist aber Invective mit den Regenerationsfähigkeiten ja eigentlich ausgelegt. Demnach würde ich behaupten, dass das Extra nicht sonderlich sinnvoll an dieser Waffe ist, aber immerhin hat es noch eine Funktion für die Leute, die es dann halt so benutzen wollen.
Damit kommen wir jetzt endlich zum letzten Extra der Waffe, das ist Final Round. Das ermöglicht es euch beim letzten Schrotflintenprojekt hier im Magazin, also von euren 4 Schuss, im letzten mehr Schaden zu machen. Das ist ein wunderbares Extra für Schrotflinten, denn ihr habt die Möglichkeit, immer nur den letzten Schuss ins Magazin wieder reinzuladen. So gesehen habt ihr dann zwar auch immer nur einen Schuss im Magazin, aber der eine Schuss macht 30% mehr Schaden und hat damit die Möglichkeit, relativ verlässlich einen One-Hit-Kill zu schaffen. Gute Sache. Aber auch für all jene, die diesen kleinen Trick für die Schrotflinte nicht benutzen wollen, ist das Extra auf jeden Fall ziemlich nett, denn es ermöglicht es euch, am Ende eures vollautomatischen Feuerstoßes noch einmal ein bisschen mehr Damage rauszuhauen, was auf jeden Fall hilfreich sein kann, auch gegen feindliche Supers oder im PvE gegen Majors. Vor allem dank dem Berg an nützlichen Extras ist Schmähung meiner Meinung nach aktuell im 2.1 Update eine der besten Schrotflinten. Eine Kaufempfehlung bei Xur kann ich definitiv geben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen.